läuft. Markus Walcher und Tobi, ihr seid jetzt hier bei der Dakar-Pressekonferenz, erste Mal dabei. Wie ist euer Eindruck? Geil, oder? Absolut geil. Spannend. Ja, sehr, sehr spannend. Irgendwo aufregend ist halt auch der ganz große Kindheitstraum, den wir da jetzt zum ersten Mal so hautnah erleben, und super geile Sache. Wie, was erwartet ihr von der neuen Strecke? Die habt ihr gerade gesehen, wo es lang geht. Wir haben gesehen, wo es lang geht. Tobi meinte, geht ja immer geradeaus. Ich vermute, es sind doch ein paar Kurven mehr drin, aber ich würde sagen, sieht spannend aus, die Strecke. Viele, viele Kilometer, auch teilweise doch wieder lange Verbindungsetappen, die sicherlich hart werden. Wie geht's dir mit der Strecke? Es sieht auf jeden Fall nach einer großen Herausforderung aus. Ich glaube, ganz so leicht wird es nicht. Wir geben unser Bestes. Gut, das hört sich ja schon mal schön an. Wie ist euer Plan? Wie seid ihr vorbereitet? Was läuft gerade im Hintergrund bei euch im Team? Ja, im Moment fahren beide Autos nach Le Havre. Werden hoffentlich morgen die technische Abnahme bestehen, weiß man ja auch nie so ganz genau. Und dann ist die Verschiffung angesagt. Und was machen wir bis dahin noch? Bisschen Fitness, ja. Frisch halten, Sport, und dann geht's einfach los. Super, dann wünschen wir euch viel Glück auf der Dakar und machen dann das nächste Interview in Lima. Machen wir. Danke. Dankeschön.